Und damit sind wir auch bei der letzten Mission. Nicht nur von dieser Kampagne, sondern je nach Blickwinkel sogar vom gesamten Spiel. Erneut gilt es, eine Leibgarde zu besiegen, und falls ihr gerade ein Déjà-vu habt, liegt das daran, dass wir genau diese Leibgarde eigentlich schon vor zwei Missionen abgemetzelt haben. Es gelten in vielerlei Hinsicht wieder die Regeln aus Mission 2, nur dass die beiden verteidigenden Siedlungen diesmal anders platziert sind und wir zwingend beide durchqueren müssen. Den Hauptteil eurer Rohstoffe werdet ihr aus den drei Bergen in der Nähe eurer Startposition beziehen, aber falls nötig, gibt es natürlich noch mehr im Umfeld. Diese Karte war für mich leider ein absolutes Crashfest und ich weiß leider nicht genau, woran es lag. In meinem Fall buggten einige Türme, die ich dann weder abreißen noch an meine Gegner verlieren durfte, aber als ich später die Saves einschicken wollte, waren sie plötzlich total bugfrei. Und damit sind wir kampagnentechnisch durch. 140 dieser Videos sind in den letzten 6 Jahren entstanden. Weitere 77 stehen noch aus, doppelte Karten nicht mitgezählt. Ein paar sind noch Einzelspielerkarten aus der Gold Edition, aber der Löwenanteil sind weitere Einzelspielerkarten aus dem Community Pack und die verlorenen Karten aus der History Edition, deren Qualität leider stark zu schwanken scheint. Erwartet da also bitte nicht zu viel zu früh. Gerade mit Blick auf meine Arbeit am Projekt HGLG ist es hoffentlich verständlich, dass ich auch noch was anderes sehen muss.